herzlich willkommen bei unserem Reaktionsvideo zu Musical.ly Teil 2. Genau, das letzte Mal haben wir auf die Videos von Lisa und Lena reagiert. Jetzt ist Lauren Beach dran, die auch sehr erfolgreich ist. Kommt Lauren aus Amerika? Ich glaube ja. Und sie ist ja noch ganz jung, ich glaube 14 oder 15 oder so. Die, finde ich, wunderschön ist. Mhm. Gucken wir mal rein. So, die ist wunderschön. Und die ist 14? Ja, das ist krass, ne? Mit 14 sah ich nicht so aus. Ich finde auch ihren Style geil. Ich finde schon irgendwie cool und trendy und alles, aber irgendwie auch süß. Das hier zum Beispiel. Sie wirkt nicht künstlich, ne? Ja. Und die hat so geile Haare. Da bin ich richtig neidisch. Wirklich, ich hasse gerade meine Haare eh. Aber wenn man dann sowas auch mal anguckt. Aber wenn die mit 14 schon so aussieht, wie sieht sie wohl mit 20 aus? Ey, die wird so schön. Ich finde aber, die sieht auch in jedem Video ein bisschen anders aus. Ja, die stylt sich immer um. Ja, so sieht die ganz anders aus. Ist die hübsch? Trotzdem. Also, ich würde sie, wenn ich sie jetzt so sehen würde, würde ich die auf 19 schätzen, glaube ich. Und die dreht immer alleine meistens, ne? Wobei sie halt auch mal eins mit jemand anderem dreht, aber... Aber ich finde jetzt, also die Videos, die wir jetzt gesehen haben, haben auch alle keine so krasse Choreo oder so. Nee. Ah, das gefällt mir nicht so. Da sieht sie so ein bisschen aus wie eine von den Pussycat Dolls. Ja, schon sehr nach Puppe. Ja, total so wie, genau, wie diese Puppen bei diesem Wettbewerb, wo die Kinder so geschminkt werden, ja. wie Puppen. Ja. Das finde ich auch für 14 krass. Manchmal, wenn man so ein Lied singt, weiß man gar nicht, wie man sich bewegen soll, ne? Mhm. So, dass es wieder nicht langweilig wird. Ja, aber das finde ich zum Beispiel ein bisschen langweilig. Ja, genau. Das sieht auch ganz anders aus. Ich finde Lockenschäne richtig gut. Aber da sieht die ganz anders aus, wie ein Gesicht aus. Ja. Weil die anders geschminkt ist. Nee, ich finde die Haare machen auch immer ganz viel aus bei ihr. Guck, jetzt wieder so glatt. Oh Gott, die hat mehr Frisuren drauf als ich. Ich bin über 10 Jahre alt. Aber ich muss sagen, ich finde die Songauswahl von Lisa und Lena besser. Ja, es ist halt bei Lisa und Lena auch ein bisschen abwechslungsreicher, weil es halt zwei sind. Man kann dann viel mehr machen. Ja, das stimmt echt. Du kannst so miteinander... Ich merke das auch, wenn ich alleine drehe. Es ist halt echt langweilig. Da war jetzt immer dabei. Schöne kleine Schwester oder so. Oh, süß. Für viele von. Was ein bisschen stört, wenn man alleine dreht, da kann man nicht so viel mit Schnitten machen, ja. wo du nicht das Handy in der Hand hast, weil es filmt ja immer weiter. Ja. Oh, die Haare, das ist ein Wahnsinn. So schön. Ach, so lang, ne? Ja, ja. Die nimmt aber immer voll alte Songs. Vielleicht ist sie gar nicht 14. Die macht ja auch YouTube, habe ich letztens erst gesehen als Lauren Gray. Aber nur, also nicht auf ihrem, also sie hat auch einen eigenen Kanal, ja. aber sie liefen irgendwie nur zwei Videos und jetzt ist sie auf so einem Compilation-Kanal, ich weiß nicht, wie nennt man sowas. Also da bringt dann jeden Tag jemand anderes ein Video. Okay. Aber ich finde die mit glatten Haaren schöner, glaube ich. Fällt mir auch besser. Die Haarfarbe ist schön. Die hat auch voll den geilen Ausdruck im Gesicht. Ja. Hä? Ist ja der Boyfriend. Echt? Weiß ich nicht. Die ist gar nicht zu sehen im Video, da. Das ist bestimmt der Freund, oder? Weil die hat einen Freund, das weiß ich. Oh, ist schon ein bisschen langweilig. Ja, es ist irgendwie immer das Gleiche, ne? Ja, weil sie halt auch immer aus der Selfie-Variante ja, geht. Und auch nichts Lustiges oder so. Das fehlt mir auch so ein bisschen. Stimmt, die macht immer Musik. Nur Musik. Wenn wir jetzt die beiden vergleichen, finde ich Lisa und Lena schon besser. Ich auch, weil die auch miteinander immer einfach besser umgehen. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, es ist zu zweit auch echt einfacher ja. als ganz alleine. Aber es fehlt ein bisschen Comedy bei ihr. Ja. Oder mal was Überraschendes. Aber sonst, sie ist einfach immer wunderschön und richtig krass, dass sie mit 14 schon 6 Millionen Abonnenten hat. Hallo? Das ist ja heftig. Gibt es in Deutschland einen YouTuber, der 6 Millionen Abonnenten hat? Nee, ne? Nee, Bibi ist mit 3000 noch was. 3000? 3 Millionen. Achso, aber die männlichen YouTuber, Kronk und so. Ja. Wir sind fertig mit unserem Video. Ja. Wir hoffen, unserer neuen Reaction. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr uns mal auf Musical.ly angucken wollt, hier sind unsere Links und du kannst auch mal wieder mehr drehen. Ja. Weil ich drehe viel, aber du nicht. Ja, aber ich finde es alleine auch langweilig. Ja, ist es auch. Ich muss mich auch da erst was einfallen lassen, dass ich auch witzig bin. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns über einen Daumen hoch und wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Genau. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.